willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, wie ihr im Thumbnail schon sehen konntet, habe ich hier einen riesen Bonbon liegen, denn ich habe im Black Friday bzw. in der Black Week bei Pink Panda auch wieder bestellt. Nein, ich habe nicht die Mystery Box, weil da musst du es, glaube ich, einen Wert von 59 Euro haben und den habe ich nicht. Den wollte ich auch nicht, weil ich wollte mir nur ein bisschen was bestellen und es war insgesamt 36,83 €. Ja, also wir fangen vorne an. Es ist halt kein großer, obwohl es ist ja schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Sachen. 7 Sachen, genau. Also ich habe mir eine Palette gekauft, die ich eigentlich schon, oder von der LE, die ich schon etwas länger auch haben wollte, mich angesprochen hat. Und ich finde, Treehouse of Horror. Leute, kennt ihr die Simpsons? Die Simpsons kennt ihr ja, natürlich, klar. Die Simpsons, Dings-Folgen. Sagt mal schnell. Die Halloween-Folgen. Ich liebe die. Ich finde die mega. Und da habe ich mir jetzt eine kleine Palette bestellt, weil die war auch im Sale von Revolution. Das ist die Revolution The Simpsons Treehouse of Horror Collection Mini Macabre Shadow Palette Maggie the Alien. Das ist die kleine. Also normalerweise kostet die 9,99 €. Ich finde das immer gut von Pink Panda, dass sie diese Zettel dabei tun, damit man weiß, was vorher gekostet hat, was nachher gekostet hat. Ich habe sie für 5,99 € bekommen. Und da habe ich dann mal zugeschlagen. Die sieht jetzt auch dann so aus. Ist halt eine kleine Shadow-Palette, ne? Mit aber trotzdem 8 Farben. Ich habe die noch nicht aufgehabt. Oh mein Gott, das ist ja cool. Oh, sogar mit Spiegel drin. Oh, mit Spiegel. Nein, das ist ja cool. Oh, schöne Farben. Schöne Farben. Und guckt euch mal die bedruckten Sachen an. Da ist einmal Bart drin, einmal Lisa und einmal Maggie als Skelette. Also für einen Simpson-Fan must have, oder? So kann man es besser sehen. Das ist schon cool, oder? Komm, wir swatchen da mal 2 Farben. Der Bart hier ist auch mit Sparkles. Also ich finde dieses Grün ganz schön. Das hat mich auch sehr angesprochen. Oh, schön. Kleine Krissel drin. Und dann nehmen wir hier nochmal dieses Beerenrot. Obwohl, das ist ein bisschen hell, ne? Aber schön. Ja, schönes Grün, dunkles Grün. Oh, gut pigmentiert. Echt gut pigmentiert. Toll. Super. Gefällt mir. Ja. Und ja, da David auch ja, nicht großer Simpson-Fan ist, aber gerne auch die Simpsons guckt und sowas alle. Ich fand die einfach goldig. Und für 5,99 € kannst du das echt machen, ne? Ja. Alien Maggie. Das ist einfach zu schön, ne? Einfach zu schön. Kommt erstmal wieder hier in die Pappe rein. Dann haben wir als nächstes, ich gehe einfach mal nach meiner Liste, die ich hier liegen habe. Da haben wir von Make-Up Obsession, genau, die Daydreamer Palette. Make-Up Obsession habe ich ja schon ein paar Paletten. Manche taugen nichts, aber da wollte ich dann halt mal gucken. Die Daydreamer Palette. Das ist schon wieder alles immer zugeklebt, ne? Schon einen Rappel bei. So, da haben wir 16 Farben drin. Kostete normalerweise 10,99 €. Du machst dir deine Nägel mit kaputt. 10,99 €. Ich habe es für 4,99 € geshoppt. Und ich fand die einfach auch sehr schön von außen jetzt hier, ne? Toll. Und ist jetzt hier auch nochmal zugeklebt? Nein. Und hat auch einen Spiegel drin und schöne rosa, lila, aber auch nudige Farben. Wieder ein Riesenspiegel, ne? Und so sieht es aus. Hat mich sehr angesprochen für 4,99 €. Kannst du nichts verkehrt machen. Ich lasse jetzt diesen Klebi. Oder nein, wir machen die jetzt mal. Wir machen den Klebi hier natürlich ab, weil wir sehen wollen, wie die ja, Farben so sind, ne? Oh, das ist rosa. Das rosa spricht mich ja jetzt schon wieder so an, ne? Dieses hier. Deswegen, da gucken wir jetzt mal. Oh, das ist holographisch. Und dieses finde ich gar nicht mal so schlecht. Crush. Also Admire und Crush.
Auch mal gucken, das sind jetzt die beiden Farben. Oh, Entschuldigung. Oh, das ist holographisch. Oh mein Gott. Oh, das andere ist sehr zart, aber auch schön. Das würde ich aber eher als Topper nehmen, ne? Das hier unten als Topper. Aber guckt euch dieses Einhorn-Gedöns hier an. Oh, schön. Also bis jetzt nichts verkehrt gemacht damit. Wir schauen mal, wie sich das auf dem Auge so entwickelt. Das ist ja immer so eine Sache, ne? Man weiß es immer nicht, wie die Paletten so auf dem Auge funktionieren. Hatte ich natürlich auch schon Pech. Aber naja, egal. Wir machen weiter. So, dann habe ich von NYX. Ich habe, glaube ich, noch keine Mascara davon gehabt. Worth the Hype Mascara mir bestellt. Hatten sie auch im Angebot von 8,99 Euro auf 4,49 Euro. Also guckt mal bei Pink Panda immer im Sale, Leute. Ihr findet immer was. Ich kaufe ja immer nur im Sale, das wisst ihr ja, ne? Also es ist selten, dass ich mal einen vollen Preis bezahle. Sehe ich auch nicht ein. Und ja, die machen wir jetzt auch mal auf. Ich sehe es nämlich nicht ein, da einen vollen Preis zu bezahlen. Da gucke ich doch lieber, wenn ich dann denke, ach ja, könntest du mal wieder ein bisschen bummeln gehen im Internet. Gehst du mal beim Pink Panda oder bei jedem anderen auch. Es hat ja jeder seine Sales. Und da finde ich immer was. Finden tut man immer was. Das ist das Problem wahrscheinlich auch. Ja. Ich muss mal eben. Aber das kriegst du aber blöd auf. Ich weiß nicht, warum immer so viel Plastik. Immer zu viel Plastik. Immer zu viel Plastik. Ich will doch einfach nur gucken. So. Worth the Hype. Voluminizing and Lengthening Mascara. Kunsthaarbürstchen. Riecht normal. Bin ich gespannt, was die so kann. Hm? Man weiß es nicht. Probieren wir natürlich aus. So, kommen wir zum nächsten. Da habe ich Skin Treats Geschenkset. Das machen wir als letztes. Da haben wir nämlich jetzt erst die Eyeshadow Palette. Oder? Nein, wir haben hier noch eine Mascara. Genau, eine Collagen Wear Volume Mascara von Lovely. 3,99 normal. Ich habe bezahlt 1,99. Augenkunsthaarbürstchen. Riecht genauso wie die NYX. Schönes Kunsthaarbürstchen, ne? Mach doch mal scharf. Schauen wir mal auch, wie die so funktioniert. 1,99 schauen wir mal. So, genau. Dann haben wir von Animals. Habe ich mir noch mal, oder habe ich mir überhaupt mal, ich glaube, die habe ich noch nie gehabt, diese, Masken. Genau, von Animals. Die Pretty Animals Maske war von 4,49 € runtergesetzt auf 2,99 €. Das ist eine Pinguinmaske, genau. Eine klärende Pinguin Sheet Mask. Schauen wir mal. Dann haben wir noch ein Palettchen. Ich liebe Ariel, müsst ihr wissen. Ich liebe Ariel. Also mein Lieblingsfilm von Disney ist die Schön und das Biest. Ich habe es vor kurzem mal wieder geguckt. Ich konnte es mit sprechen und mit singen, von Anfang bis Ende. Mein zweiter absoluter Lieblingsfilm ist Disneys Ariel. Aber nur die Originalversion von 1989, wo Ute Lemper singt. Nur die. Die muss ich allerdings auch mal haben wieder. Die habe ich nämlich nicht. Aber nur die von 1989. Die andere kannst du in eine Tonne kloppen. Die will keiner von dem Synchron her. Nein. So, was haben wir dafür bezahlt? Gut. Die MAC Beauty Pop Princess Mini Eyeshadow Palette Ariel. 8,99 € hätte sie normalerweise gekostet. 6,99 € habe ich bezahlt. Und ja, kein Spiegel drin, aber wunderschöne Farben. Seh dich nur um. Ist das nicht schön? Hast du sowas denn schon einmal gesehen? Ja. Ah, Ringel ist schon was Feines, ne? Mit Scuttle. Ja. Ein Snarfblatt.
Findet ihr das auch? Habt ihr auch schon mal davon die neue Version gesehen? Kannst du vergessen, oder? Es ist doch nur die Originalversion toll mit Ute Lemper singt. Alles andere, nee. Komm, hier swatchen wir jetzt auch mal her. Oh, das ist aber. Oh, da musst du aber aufpassen. Okay. Und dieses Grün hier oben. Na, also das andere kannst du auch echt in der Tonne kloppen. Das ist nix. Oh. Oh. Okay, holographisch. Oh mein Gott, also das sind ja Farben. Ja, also das sind Farben. Wow. Der Hammer. Oder? Ist das der Hammer? Das macht Spaß. Das macht Späßchen, Leute. Tolle Palette. Ich hoffe. Ich hoffe, das ist eine tolle Palette auch fürs Auge. So, dann ja, kommen wir zum Ende. Ich muss das mal eben hier wegtun, dieses Plastik in Müll. Hier dieses Bonbon, was euch ja im Thumbnail schon entgegengesprungen ist. Das ist nämlich ein Skin Treats Geschenkset. 7 Tage of Masking Mask Set. Von 9,99 € runtergesetzt auf 5,49 €. Und das hat mich so angesprochen, das musste ich mir einfach ja, mitbestellen. Ich mache das jetzt mal auf und wir holen das Bonbon mal da rauf. Und dann schauen wir mal, was da so drauf steht. Oh, das kriegt man gar nicht da raus. Das hakt sich immer irgendwo fest in hier, oder? Oh, das ist Hartplastik, ne? Okay, da wir eine Schere hier haben, schneiden wir es einfach auf. Wir brauchen Hartplastik eh nicht mehr. Ist das irgendwo dran gepackt worden? Oh. Ich will das doch nur aufmachen. Hallo. So, jetzt. Oh, jetzt. Mein Gott, ist das schön. Das ist schön. 7 Days of Masking. Also 7 Clay Face Mask to energize and moisturize your skin for a renovated and refreshed. Okay, also das sind immer so Türchen. Ja, aber da werden wir auf jeden Fall 7 Tage 7 Masken rausmachen, Leute. Und dann werden wir immer live an dem Tag dieses öffnen, weil das ist so ein Türchen. Das ist ja geil, ne? Das gefällt mir schon mal. Ja, was steht jetzt hier drauf? Auf Deutsch irgendwas? Nur für die externe Anwendung nicht einnehmen. Ja, das ist mir schon klar. Noch irgendwas hier. Das Gesicht mit warmem Wasser waschen und mit einem sauberen Handtuch abtrocknen. Die Maske 15 bis 20 Minuten einwirken lassen und anspannen. Und währenddessen das Selfie nicht vergessen. Die Maske mit warmem Wasser abspülen und das Gesicht mit einem Handtuch trocken tupfen. Also es sind Crememasken. Wir haben eine Kiwi-Maske, eine Shea-Butter-Maske, eine Strawberry-Maske, eine Bananen-Maske, Vanillamaske, Avocado-Maske und Blueberry. Also 2, 4, 6, 7 Stück. Dann heißt es 7 Tage, 7 Masken, meine Lieben. Das machen wir natürlich, ne? Und wir öffnen die Türchen. Und ja, da freue ich mich echt schon drauf. Und ist echt mal was anderes, was Cooles. Und ihr wisst ja, ich mag gerne Maskenwochen. Ja, das war mein kleiner Black Week, Black Friday Big Panda Haul. Und es hat sich mal wieder gelohnt für mich. Und ja, ich würde sagen, das war's. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zusehen und freut euch auf jeden Fall schon mal auf die Maskenwoche. Es wird garantiert bunt. Oh Gott, ich bin gespannt. Ja, und alles vegan steht drauf. Und ja, danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal und bleibt alle gesund. Tschüss.